Hallöchen, meine Lieben. Bekommt keinen Schock, so sehe ich sonntags immer aus. Und ja, ich habe fast vergessen, dass ich ein Video machen wollte zu meinen Einkäufen auf der Manga Comic Convention in Leipzig. Und bevor ich jetzt hier wieder lange Reden schwinge, fangen wir doch auch gleich mal an mit dem ganzen Gratis-Shit, was man sich da überall mitnehmen konnte. Ich habe jetzt hier nicht alle Poster liegen, ich glaube auch nicht alle Postkarten und die Buttons liegen hier, glaube ich, auch nicht. Aber ich fange einfach mal an. Ich gehe mal davon aus, die habt ihr in anderen Videos sowieso schon zu haufenweise gesehen. Also beim Tokio-Pop-Stand waren selbstverständlich Leseproben, die ich noch nicht gelesen habe und Postkarten, die man sich doppelt und dreifach und achtfach mitgenommen hat. Beim Peppermint-Anime-Stand gab es auch Postkarten und Postkarten. Hier ist noch eine von Tokio-Pop. Noch eine Leseprobe, die ich noch nicht gelesen habe, aber ich glaube, ich werde mir den Manga nicht kaufen. Ich kann ihn auch bei Annie lesen. Dann Flyer von Ständen, da habe ich noch irgendwo welche rumliegen, fragt mich nicht wo. Und Poster und Poster und noch ein paar Poster und ich habe irgendwo noch ein paar Poster. Ich habe sie, ich kann euch nur nicht gerade sagen wo. Ja, dann gab es ja dieses tolle Con-Buch, wo ich nicht einen Blick reingeworfen habe. Ja, aber ich habe eins. Dann haben wir hier einmal die Previews, einmal die Manga-Manga von Kase, die Manga-Preview von Carlsen und den Shinkan von Egmont Manga, wo ich auch schon reingelesen habe, besonders in den hier. Und ja, da ist ganz viel drin, was ich mir kaufen werde. Ja. Das dazu. Neuheiten habe ich mir in Leipzig nur zwei gekauft. Was nicht heißt, dass ich mir diesen Monat nur zwei Neuheiten gekauft habe. Das sind nur die beiden, die ich mir mitgenommen habe auf der Manga Comic Convention. Und zwar wäre das zum einen der Abschlussband zu Dengeki Daisy Band 16. Und ich finde es ganz, ganz traurig, dass es jetzt wirklich vorbei ist mit Teru und Kurosaki, ich weiß seinen Vornamen nicht. Tazuku? Tazuku. Ja. Dann war hier drin noch eine extra Bonus-Story, wie auch immer. Ihr Erstlingswerk. Das war auch ganz lustig. Besonders sieht da sieht man wahnsinnig, wie sie sich so zeichnerisch einfach mal enorm verbessert hat. Das ist so krass. Und ich hoffe, wir hören noch mehr von ihr. Und vielleicht gibt es ja dann auch noch mal ein kleines Lebenszeichen von Teru und Kurosaki. Das würde mich echt freuen. Was ich mir auch mitnehmen musste, war die Neuheit von Arina Tanemura, da ich gehofft hatte, dass sie mir besser zusagt wie My Magic Fridays. Was sie auch insgeheim tut, nur, ja, ich weiß nicht, ob es momentan gerade in ist in Japan, so mit Älteren und so. Und ja, ich meine, sie ist 31. Verwandelt sich in eine 16-Jährige, 17-Jährige und knutscht dann, ja. Dennoch gefällt es mir besser wie My Magic Fridays. Ich lasse mich hier mal, ja. Vielleicht ist das ja auch Arinas neuer Fetisch, ich weiß es nicht. Ich lasse mich mal überraschen, wie es in Band 2 weitergeht. Hier war auch wieder so eine Schokokarte drin. Und ja. Dann habe ich mir noch eine Neuheit gekauft. Das heißt, das war so eine Limited Edition von Planet Manga. Es kam ja hier
das neue Werk von Zeichner von Berserk, wenn ich richtig informiert bin. Ihr könnt mich jetzt alle steinigen, ich habe Berserk nicht gelesen. Und das hier hat sich aber wahnsinnig gut angehört. Und das hier ist jetzt die Hardcover-Variante, die, wie man vielleicht noch sehen kann, eingeschweißt ist. Dementsprechend habe ich sie noch nicht gelesen und ich kann auch noch nichts dazu sagen. Und ja. Und somit kommen wir dann auch schon zu meinen Ausgaben bei den ganzen Künstlerständen. Also da habe ich wirklich das meiste an Geld gelassen. Ich glaube, zuerst war ich bei der lieben Ja. Vorweg sage ich euch jetzt, alle Künstler, die ich jetzt hier nenne, erwähne, wo ich was zu zeigen werde, ich versuche mal von jedem die Seite in die Infobox zu schmeißen. Ich hoffe, ich finde zu jedem irgendwas. Und ja, gut, wir fangen an. Meine erste Anlaufstation war Ja. Da habe ich auch noch was für eine Freundin mitgebracht. Das habe ich ihr schon hingeschickt. Das ist schon lange bei ihr da. Und ja. Was gab es bei Ja? Bei Ja gab es selbstverständlich Hockey Homo Band 3. Oh, ich habe ihn selbstverständlich auch schon gelesen. Und ich will wissen, wie es weitergeht. Aber Ja soll sich erstmal eine Pause gönnen. Ich meine, sie hat uns ja jetzt sehr, sehr, sehr verwöhnt. Es ging ja wahnsinnig schnell mit Band 2 wie mit Band 3. Also da kann man sich ja gar nicht beschweren. Deswegen soll sie jetzt erstmal ein kleines Päuschen machen und dann... Wir warten sehnsüchtig auf den vierten und wir schaffen das auch ein Weilchen länger. So, dann habe ich mir da noch eine kleine nette Postkarte mitgenommen, weil sie einfach so süß ist. Oh, ich mag sie. Mal gucken, wo ich sie mir hinstellen werde. Und was ich mir noch mitgenommen habe, ist Patchwork. Das ist mal was ganz anderes. Da war auch eine riesen Postkarte mit dabei. Hat mir aber gut gefallen. Auch wenn ich jetzt noch 1000 Fragen dazu hätte, hat es mir sehr gut gefallen. Meine nächste Anlaufstation, sage ich mal, war Gin und Banzavo. Da habe ich mir nämlich was bestellt und habe es auf der Buchmesse abgeholt. Und zwar fange ich jetzt mal mit Ginzavo an. Da gab es ja zick, zack, wie auch immer, Band 1. Geht um Zombies, ist nicht schlecht. Ich liebe, 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 liebe die Zeichnungen. Ich liebe ihr Artwork. Ah. Ja, ich freue mich auf den zweiten Teil. Also es ist noch nicht abgeschlossen. Und ich freue mich aber auch schon auf Capsule Band 2. Wo sie ja wahrscheinlich dann demnächst dran weiterarbeiten wird. Ich hoffe es. Wie gesagt, dann war ich auch noch bei Banzabo und da gab es für mich Kamo Band 2. Und Kamo Band 2 hat so einen miesen Cliffhanger am Ende. Nein. Und jetzt möchte sie erst einmal ein Weilchen pausieren. Sei ihr ja auch gegönnt. Auch ihr Artwork ist traumhaft, traumhaft, traumhaft schön. Ich weiß gar nicht, ob man das richtig sehen kann. Also das ist echt voll krass. Auch hier war noch eine kleine Bonus-Story, kann ich das so nennen, drinne. Und das machen halt, sind zwei Schwestern, das machen die beiden zusammen. Und die war ja auch so zucker, zucker, zucker süß. Und ich hoffe, wir hören noch mehr von den beiden. Oh Gott. Das war nur was ganz Kleines, Feines, aber ich hoffe, da kommt noch mehr. Und was ich mir noch mitgenommen habe bei Banzabo, ist ein kleines Poster. Ich weiß noch nicht, wo ich es hinhängen werde, aber ich finde es traumhaft, traumhaft schön. Oh Gott, es ist so schön. Ja. Das wird auch einen schönen Platz finden. So, und dann bin ich eigentlich erstmal durch die ganzen Künstlerstände da so rum getaumelt, sage ich mal, und habe mir Blumensprache mitgenommen von Rose Knows. Das hatte ich schon bei Animex gelesen und wollte es unbedingt haben und bin der Meinung, dass ich ihr auch geschrieben habe und da habe ich eine nette Nachricht zurückge-
bekommen, dass ich es doch auf der Leipziger Buchmesse oder Manga Comic Convention versuchen soll, weil sie hat nicht mehr so viele Exemplare. Und ich konnte noch eins ergattern. Da war ich sehr froh drüber. Und ja, auch das war sehr, 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 sehr süß. Und oh. Die Zeichnungen gefallen mir übrigens bei allen. Sonst hätte ich sie nicht mitgenommen. Ja, ja. Ja. So. War auch sehr, 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 sehr süß. Dann habe ich mir was mitgenommen. Wenn ich sie richtig verstanden habe, war das das erste Mal, dass sie da auf einer Con gesessen hat. Von Saito Ikuro. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ja, ich war wahnsinnig neugierig auf die Geschichte, weil da aus Blumen kleine Kinder kommen und ja, ich weiß gar nicht, wie das hier so beschrieben war. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das dann nachher lesen könnt. Ich kann ja hier auch einmal, das ist sehr einfach gehalten, sehr schlicht, aber dennoch sehr schön, wie ich finde. Ich muss mal gucken, ob ich sie irgendwo finde bei Facebook oder ähnliches. Vielleicht steht hier ja auch irgendwo noch was drin. Damit ich irgendwann auch an den zweiten Teil komme. Ich weiß gar nicht mehr, welchen ich danach. Es kann der hier gewesen sein, Katzenprinz von Pierfiers und Minau. Ich habe keinen Plan. Und ja, dieses Werk hier hat leider einen kleinen Fehldruck. Und zwar ist das Cover auf der falschen Seite. Also hier ist eigentlich der Anfang. Da hat die Druckerei so ein bisschen Mist gebaut. Das hat mich jetzt aber nicht sonderlich gestört. Die Story ist ganz süß. Das will ich gar nicht abstreiten. Das ist ganz nett. Das ist so was für zwischendurch. Die Zeichnungen kann man sich auch gut angucken. Und ja. Dann bin ich bei jemandem gelandet, den ich noch nicht kannte. Und ich glaube, das ist echt eine Schande. Ihre Zeichnungen sind bombastisch. Also jetzt mal ernsthaft. Da stand ich ganz, 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 ganz lange an. Also da war ein Riesenansturm bei ihr. Und zwar bei Reyhan Yildirim, hat mir vorher absolut nichts gesagt. Da habe ich mir einmal dieses hier gekauft und das ist, glaube ich, zur Buchmesse erschienen. Das hier ist, glaube ich, schon älter, ich bin mir gar nicht sicher. Ich fand beide richtig gut und ich hoffe, da kommt auf jeden Fall noch mehr. Ich verstehe absolut nicht, warum sie nicht schon für einen Verlag zeichnet, weil, ich blätter da mal in jedes Werk rein, also erstmal hier. Ich könnte das schon gar nicht mehr auseinanderhalten, ob das jetzt von aus Japan oder hier wirklich aus Deutschland kommt. Das ist echt krass. Huch. Also, wenn sich das nicht sehen lassen kann, weiß ich auch nicht. Also, hier ist das andere. Ich hätte mir am liebsten noch viel mehr bei ihrem Stand mitgenommen. Sie hatte so schöne Kakaokarten und Postkarten und Poster waren, glaube ich, auch da. Aber ich hatte einfach nicht ganz so viel Geld zur Verfügung zur MCC. Ich hatte mir was Festes gesetzt, was ich halt nur ausgeben wollte. Und daran habe ich mich auch gehalten. Ich bin sehr stolz auf mich. Und ja. Jetzt beantwortet mir doch mal, warum zeichnet sie nicht für einen größeren Verlag? Das ist so krass. So, so cool. Ja. Und bei ihr habe ich mir auch noch eine Visitenkarte mitgesteppt. Das habe ich sonst bei keinem gemacht, glaube ich. Weil ich sie halt unbedingt finden wollte auf ihrer Seite, weil ich war echt, oh. Ja. Dann. Ich glaube, danach war ich erstmal kurz bei Daniela und habe mir Grablichtband 3 gekauft. Das heißt, Daniela war zu dem Zeitpunkt gerade nicht da. Aber das macht ja nichts. Und ja, da bin ich gerade am Lesen. Da habe ich erst so bis hier. Da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Aber es wird bestimmt super. So, dann habe ich mir, glaube ich, Samstag, Sonntag, weiß ich gar nicht. Ich bin, glaube ich, jeden Tag zweimal bei den Künstlerständen rumgegangen. Und ja,
Dann habe ich mir dieses Werk hier noch mitgenommen. Pink Food von. Ja, das ist Anna? Ich bin mir nicht sicher. Ich finde es bestimmt irgendwie heraus. Anna, Ava, keine Ahnung. Ich werde es herausfinden. Das war vom Artwork her mal was ganz anderes, was ich jetzt trotzdem nicht schlecht fand. Ich kann ja mal. Also es hat mich neugierig gemacht, sonst hätte ich es ja nicht mitgenommen. Und ich wurde auch nicht enttäuscht. Ich fand es ganz nett. Und zu guter Letzt, den habe ich auch am Samstag gekauft, bin ich der Meinung, weil sie. Oder Sonntag? Und zwar war ich bei Yaya Chan und habe mir Spooky Eisband Eis gekauft. Und da habe ich noch eine nette Postkarte bekommen und signiert hat sie den mir auch. Und ja. Ich freue mich schon auf den zweiten. Ich möchte wissen, wie das weitergeht. Ich mag ihre süßen Zeichnungen so. Oh. So süß. Das waren meine Einkäufe. Ihr merkt, ich habe ganz viel bei den Künstlerständen ausgegeben. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da genau ausgegeben habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das ausrechnen will. Aber ja, das hier ist alles von den Künstlerständen. Ja. Und wir luschern gleich noch mal ganz kurz in mein Manga-Zimmer, weil da habe ich schon so ein bisschen was hingelegt für das Gewinnspiel. Da können wir ja schon mal einmal kurz drüber luschern. Das dauert zwar noch ein bisschen, bis das Ganze startet, aber gucken können wir ja schon mal. Und nächste Woche kommt dann mein Update für den Februar und den März. Ich weiß noch nicht, ob ich es zwei teile, weil es ist einiges. Die Sachen, die ich jetzt eben gezeigt habe, die sind da nicht mehr mit drin, sonst werde ich wahnsinnig. Und ich glaube, eigentlich steht die zweite Hälfte vom Januar auch noch aus. Da muss ich mal gucken, ob ich das noch auseinandergewurstelt bekomme, was ich da gekauft habe. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall. Tschüss. So, in meinem Manga-Zimmer habe ich schon so ein bisschen was zusammengesammelt. Zum einen hier so zwei kunterbunte Tütchen, sage ich mal. Und hier ist halt noch so ein kunterbuntes Tütchen, wo vielleicht noch was reinwandert. Weil es dauert ja noch ein bisschen, bis das Gewinnspiel startet. Und hier ist so ein Paket. Hier ist Match Spirit, den habe ich übrigens auch gekauft auf der MCC. Den habe ich ganz vergessen. Den habe ich aber mit Absicht gekauft zum Verlosen. Und auch hier ist nochmal dieses wunderschöne Poster mit dabei von Banzabo. Und ja. Ja. Achso, Match Spirit ist übrigens auch von Banzabo. Und hier sind halt auch Poster und weiß der Schinder was und. Hier ist noch was und da ist noch was. Und ja, alles, was hier so mehr, also an Poster- und Postkartenzeugs rumliegt, habe ich eigentlich aus Leipzig mitgebracht. Bis auf diese beiden Tüten, das hatte ich alles schon hier. Ja, ich sammle fleißig fürs Gewinnspiel. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das Shikishi von Mayu Sakai verlose oder nicht verlose. Da müsst ihr euch dann überraschen lassen. Und hier kommt ja eventuell noch was dazu. Wie gesagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss!